Einen Freistellungsauftrag in Österreich von 801 Euro, wie mache ich denn das? In diesem Video geht es eben um diesen Freistellungsauftrag in Österreich, wie ich das mit den Dividenden, mit den ETF-Ausschüttungen und so weiter mache. Schaut euch das an. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner von broker-test.at und heute geht es um den Freistellungsauftrag, wie ich den Steuern spare und wie das denn ist mit den 801 Euro. Die ich eben geltend machen könnte angeblich, wenn ich da Dividenden, Zinsen und was auch immer habe. Also ich bekomme hin und wieder eben Zuschriften bzw. Fragen, wie denn das ist mit dem Freistellungsauftrag in Österreich, ob es sowas gibt. Gleich einmal zu Beginn die Enttäuschung, nein, gibt es nicht. Steuergesetze sind nationale Gesetze und generell fällt es mir auf, dass in keine Ahnung, warum es mir auffällt, vielleicht ist es nur die gemeinsame Sprache, aber dass sehr viel, was in Deutschland publiziert wird, dass das automatisch auch für in Österreich gilt. Und heißt eben, in der gesamten EU gibt es nationale Steuervorschriften und Österreich hat andere Steuervorschriften wie Bulgarien, wie Frankreich, Italien, Deutschland und wer auch immer. Das heißt, was in Deutschland gilt, gilt in Österreich natürlich nicht, weil wir ganz einfach eine andere nationale Gesetzgebung haben, genauso wie in Ungarn, in Tschechien oder wo auch immer. Und deshalb ist es so, hey, wenn ihr irgendwas hört mit Freistellungsauftrag und was auch immer, es geht uns nichts an, außer es kommt von jemandem, der in Österreich publiziert. Dann könnte es vielleicht interessant sein, aber auch hier immer wieder prüfen, ist es jemand, der eine Ahnung hat. Und schlussendlich zählt nur das, was ein Steuerberater sagt, beziehungsweise die Finanzbehörden. Die sind die einzige verlässliche Anlaufstelle. Und selbst was ich sage, kann sehr viel Mist sein. Das heißt, ich bin vielleicht noch belesen, aber ich bin kein Wunderwuzi, der eben alles weiß und deshalb immer nachlesen. Aber wer es definitiv nicht weiß, ist eben irgendjemand, der für Deutschland eben einen Text publiziert, der macht das Ganze, einen Text publiziert, ein Video publiziert und was auch immer, der macht das Ganze für den deutschen Markt, für die deutschen Zuseherinnen, Zuseher, aber nicht für uns Österreicher. Das heißt, in Österreich gibt es keinen Freistellungsauftrag und wir bezahlen Kapitalertragssteuer. Die Kapitalertragssteuer ist eben eine Abgeltungssteuer, eine pauschale Steuer, die eben auf Kapitalerträge zu bezahlen ist. 25% auf Sparzinsen bzw. auf Zinsen von Girokonten bzw. am Bausparer und für alles andere, für Dividenden, für Fondsausschüttungen sind es 27,5%. So ist das Ganze einmal gesagt worden vor einigen Jahren und aktuell gibt es keine Anzeichen auf eine Gesetzesänderung. Und das bezahlt man ab dem ersten Cent Ertrag. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten der Regelbesteuerung, das ist eben der persönliche Steuersatz und man kann natürlich auch hinüber optieren, wenn es eben so ist, dass man eben ganz niedrige Einkünfte hat und der Steuersatz der Regelbesteuerung wäre zum Beispiel unter 25 bis 27,5%, dann wäre eben das Hinüberoptieren, das eben übers Finanzamt geht, über einen Antrag, dann wäre es vielleicht sogar interessant, dass ich eben sage, ich switche in die Regelbesteuerung. Ja, dann habe ich eben hier einen niedrigen Steuersatz, aber grundsätzlich ab den ersten Cent bezahle ich eben 25 bis 27,5% Kapitalertragssteuer in Österreich und es gibt eben keine anderen Möglichkeiten, dass ich eben hier die ersten 100 oder was auch immer nicht bezahle. Hingegen gibt es eben andere Dinge, wie zum Beispiel P2P-Kredite, wo ich eben keine Kapitalertragssteuer bezahle, sondern das eben unter die Regelbesteuerung fällt, wo ich dann eben das Ganze mit dem persönlichen Steuersatz bezahle. Da gibt es eben einen Freibetrag, wenn ich eben nur unselbstständige Einkünfte habe. Das ist aber, ja, dieser Freibetrag liegt bei knapp über 700 Euro. Ja, das ist eben das Einzige, wo es eben einen Freibetrag gibt. Aber da brauche ich eben wiederum Einkünfte eben aus der Selbstständigkeit bzw. eben vielleicht aus Krediten von Privat zu Privat und eben andere Einkunftsarten, die eben auch noch der Regelbesteuerung unterliegen. Aber ansonsten, wenn eben
Zinsen, Dividenden, ETFs, da heißt es eben ab den ersten Cent Kapitalertragssteuer und da 25 oder 27,5%. Heißt unterm Strich, es gibt bei uns keinen Freistellungsauftrag, bei uns gibt es keinen Freibetrag, wenn es eben um die Abgeltungssteuer in Form der Kapitalertragssteuer geht. Bitte nicht alles für bare Münze nehmen bzw. kritisch hinterfragen, speziell wenn es um Steuern-Themen geht, die eben aus Deutschland getragen werden. Wir haben alle in jedem EU-Staat unterschiedliche nationale Steuergesetzgebungen. So ist es, ob das gut oder schlecht ist, kann jeder für sich entscheiden, aber unterm Strich, es ist eben nun mal so und eben Steuern, immer nationale Steuern, immer beim österreichischen Finanzamt nachfragen oder bei einem österreichischen Steuerberater, der oder die wissen es, wie der Hase läuft. Wie seht denn ihr das? Habt ihr bestimmte Erfahrungen? Habt ihr vielleicht schon probiert, den Freistellungsauftrag abzugeben bei eurer Bank? Dann schreibt doch bitte einen Kommentar darunter, wie die Bank darauf reagiert hat. Ansonsten freue ich mich natürlich über jede Subscription, über jedes Like, über jedes Dislike auch, über jeden Vorschlag hinsichtlich einer Verbesserung meiner Videos. Vielen Dank fürs Zusehen, bis bald und auf Wiedersehen und Baba auf brokertest.at. Euer Andreas.